Funny, honey. Funny. Es ist 19 Uhr. Ich gehe jetzt laufen. Es hat noch 34 Grad gerade in Wien. Es wird nicht besser. Über Zeit irgendwie. Um 21 Uhr hat es noch 30 Grad. Diese Woche fehlt die Motivation an allen Ecken und Enden. Es ist gerade so eine arge Hitzewelle in Wien. Ozonwarnung dazu. Und ja, es hat 35, 36 Grad seit Montag. Und ja, ab Sonntag sollen die Temperaturen wieder etwas runtergehen. Ja, und dementsprechend, ich will einfach nicht rausgehen. Und noch weniger will ich Sport machen. Gestern war Mittwoch und ich hätte Cross-Training gehabt, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe einfach keine Motivation gehabt. Ich hätte eh was drinnen machen können, aber es ist schrecklich für mich und für viele andere Menschen auch. So, ich laufe jetzt gerade im Auto in der Nacht. Ich wollte echt schön laufen. Ich wollte echt schön laufen, aber es ist einfach zu gruselig hier im Prater im Wald Trails zu laufen. So, ich hatte kein. War nicht mehr einkaufen. Das war. Ja, das Einzige, was noch offen hat, um 22 Uhr. Ja, das. Es gibt einen McPlant. Ohne Soße und ohne Schmelzkäse. Hallo Leute. Die Fanny ist auch wieder mal am Start. So, jetzt steht Krafttraining an. Bin schon gespannt, weil ich habe diese Form des Krafttrainings schon seit, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr gemacht. Mal schauen, wie ich mich tue. Ja, außerdem hat gestern wieder mein Zyklus neu begonnen. Und ich habe Unterleibsschmerzen. Das ist immer herrlich. So Sport zu machen. Seitdem ich regelmäßig Sport mache, sind die Unterleibsschmerzen bei mir ein bisschen weniger geworden. Weniger intensiv, weniger stark und auch in Kombination mit dem, dass ich weniger Kaffee trinke. Weil meine Schwester hat mir mal, die ist Ärztin und die hat mir eben von Studien erzählt, die untersucht haben, wie sich Koffein auf den Zyklus auswirkt, beziehungsweise die Schmerzen, die man während der Menstruation hat. Und da hat sich herausgestellt, eben, dass Koffein diese Schmerzen vergrößert. Genau. Wenn euch das interessiert, frage ich sie nach dieser Studie natürlich. Na gut, machen wir mal was. Gell, Fanny? So, hallo. Erstes Set geschafft. Also mal die 6 Planks. Ich habe keine Ahnung, wie man das zählt. Sagt man da jetzt, weil ich habe 6 Plank gemacht und inzwischen immer eine Minute Pause. Sind das 6 Sets oder ist das 1 Set? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine Sequenz. Und ich habe jetzt schon diese Gewichtsweste hier an. Und jetzt kommen die Step-Ups. 4x5. Und Pause dazwischen. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich habe
auch so untere Rückenschmerzen. Das habe ich auch oft, wenn ich die Tage habe. Und ja, bei den Planks hat sich das irgendwie verstärkt. Wunderbar. Aber wir machen weiter. Außer es ist ein stechender, extremer Schmerz. Dann würde ich als erster aufhören. Jetzt habe ich Tränen in den Augen. Fanny! Fanny, bitte, geh runter von der Matte. Na? Jetzt ist Set von negativ pro Chance und ich kann nicht mehr. Noch cool down. Oh, das ist nicht das cool down. Das sind eigentlich 4x10, weil er hat auf links, rechts. Ja. Zeige! Das ist auch noch ein großer Zeigenbaum. To go.